So, oh, ach du. Das ist ja nicht mehr jugendfrei, was wir jetzt hier zeigen, ey. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Fernbus-Simulator. Es hat sich einiges getan in dem Spiel. Es sind eine Menge Updates erschienen und leider nicht immer wurden die Patch-Notes bekannt gegeben. Aber ich werde euch heute mal ein paar Einblicke geben, was denn jetzt in letzter Zeit so passiert ist. Genau, wir stehen hier heute in Berlin und werden nach Dresden fahren. Ihr seht es, am ZOB stehen auch eine Menge anderer Flixbusse noch rum. Wir fahren heute mal mit dem Red Arrow Repaint für den 9Scotch C. Könnt ihr euch im Steam Workshop runterladen. Genau, wir gehen mal rein in den Bus. Das erste, was ich euch an dieser Stelle erstmal mitteilen muss, wir fahren die Lifestyle-Linie natürlich. Ich hatte ja mein PC in der Reparatur und seitdem musste ich einiges wieder neu installieren. Einiges, was eigentlich bei Steam auch ist, das bleibt. So, weil ein bisschen was war an der Festplatte halt auch kaputt. Das Ding ist halt, Fernbus Simulator speichert in Steam mein Profil. Das heißt, meine Punkte, die ich da hatte, 10.000 oder was das waren, Platz 1.000 in der Rangliste. Aber er hat halt in Städte nicht gezeigt, also sich gemerkt. Und das heißt, bei mir waren alle Städte erstmal rot. Jetzt habe ich Berlin als Heimatstadt angegeben und dann hier ein bisschen was abgefahren. Aber mehr halt noch nicht. Und deswegen ist das alles nicht freigeschaltet. Das werde ich in nächster Zeit mal tun. Dann gucken wir mal weiter. Dann muss ich sagen, das ist jetzt hier schon der dritte Aufnahmeversuch. Das Spiel ist mir mehrmals in letzter Zeit sowohl in der Aufnahme als auch privat abgestürzt. Und sollte das heute wieder passieren, dann kommt eben dieses Video nicht, beziehungsweise wird dann das Spiel auch nie mehr gezeigt. So einfach, ist jetzt der letzte Versuch und wir probieren das. So, ich hoffe, ihr habt nichts vergessen, weil das ist jetzt schon Routine. Ich nehme zum dritten Mal auf hier. Die wichtigste Änderung. Ja, schmeißt mal die Scheiße da rein. Die wichtigste Änderung ist, wir haben neue Hackfressen in dem Spiel, ja. Da freue ich mich total. Also hier Zwillinge, da hinten ist der dritte noch Drillinge. So, erstmal Hallo, moin. Hier ist mein Ticket. Jo, logge ich mich erstmal ein. Du hast noch wieder so ein Papierticket da. Junge, ich gebe dir erstmal einen Hinweis. Das sieht sehr verschwommen aus hier. Kauf dir mal einen ordentlichen Drucker. Danke. Bitteschön. Wenn du hier schon sparen willst und mit dem Fernbus fahren willst, kannst du dir auch mal einen ordentlichen Drucker kaufen. So, na, du krasser Zocker, du. Du siehst aus wie so ein Schwerverbrecher. Bin ich hier richtig? Ich finde das lustig, wie die das Handy hier immer halten. Dankeschön. Bitteschön. Habe ich auch schon bei Twitter gepostet. Könnt ihr auch mal vorbeigucken. Hallo, moin. Kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Boah, du bist auch wieder zu unfähig gewesen, dir eins im Internet rauszusuchen. Können wir machen? Sehr freundlich. Ja, das ist meine Aufgabe. Moin. Hier ist mein Jo, du willst bestimmt nach Bayern. Wenn du in Dresden warst, willst du weiter nach Dankeschön. Bayern, ne? Bitte. So. Hier erleben wir das tatsächlich erneut, dass wir... Wobei, das finde ich ganz gut in dem Spiel. Also, wir als Busfahrer, wir als Matthias, sind ein bisschen kleiner als er, aber größer als die Dame hier. Ja? Oh. Oh. Ne? Also das finde ich ganz gut. Normalerweise ist ja so, in Simulationen ist man ja immer kleiner als die anderen. Ciao, das Ticket. Ciao, ja, dann hau ab. Sehr freundlich. Die Stimme passt mal gar nicht dazu. So, die ist auch irgendwie warm oder so, ne? Servus, das Ticket. Bitteschön. Ach, du bist dumm. Können Sie das Ticket stornieren? Nee, ich kann... nicht die richtige Linie. Ja, ich mach das nicht. Dort ist ein Flixbus-Shop. Ich glaube, dort ist jetzt auch ein neuer in Berlin hier. Haben sie gerade einen zweiten eröffnet. Die machen das, ich aber nicht. Na, Süße. Schicken Hut hast du. Oh, deine Fresse sieht scheiße aus. Ciao. Jo. Geiler Hut, echt. Hallo, hier. Hallo. Mein Danke sehr. Jo. Mahlzeit. Die Hexe Danke. Von Berlin. Jo. Was hast du denn hier gemacht? Hast du das Geschenkpapier wieder verwertet, oder Guten was? Guten Tag. Fahren Sie auf geht's. Jo, hau rein. So, dich hatte ich schon? Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Wie sie sich umgedreht hat. Hallo? Und dreht sich das um. Was machst du da? Soll ich dir ein bisschen näher kommen? Na, keine bestimmten Handlungen bei mir. Ja. So. Ciao, das Ticket. Hi. Bitteschön. Jo. Auf geht's. Jo. Ciao. Ich jo. Müsste noch ein Ich habe übrigens Sommer ausgewählt. Also es ist jetzt nicht so verwerflich, dass sie hier relativ knapp bekleidet sind manchmal. Ja. Ciao. Jo, hau rein. Also ich habe wirklich, ich glaube, 20. Juli oder sowas. Hallo, ist das Hallo. Gültig? Oh, krasser Move gerade. Oh. Jetzt wäre ich fast in den falschen Bus eingestiegen. Sorry, Digga, sorry.
Grüezi, ist Hi. Das gut? Dankeschön. Jo, bitte sehr mal. So. Alles klar, können wir Fahrt starten. Nach Dresden fahren wir. Sind wir so nicht gefahren, wir sind einmal Berlin-Leipzig gefahren. Warum fahren wir jetzt hier gerade auch wieder in Berlin ab? Einmal, weil ich meine Heimatstadt gewählt habe. Ich hätte das aber nicht machen müssen, in Berlin starten. Habe ich mir aber ausgesucht, weil sich der Berliner Busbahnhof doch verändert hat. Also, auf den zweiten Blick. Werden wir... Oh, stopp. Bevor ich Ärger kriege. Vorher ziehe ich mich wieder zusammen. Oh, nicht 25. Da. Dann machen wir den nochmal an hier. Dresden, Bahnhof Neustadt fahren wir, genau. Gut, ich glaube, es gibt in Dresden auch mehrere Fernbushaltestellen. Ansage. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Hat jetzt auch einen Sound, wenn wir da drücken. So, wie so eine Art Schalter. Es hat sich was getan hier an dem ZOB, und zwar, dass wir jetzt eine Schranke haben. Ja, war früher nicht so. Könnt ihr euch die Folge 9 vom Let's Play nochmal angucken. Da hatten wir ja noch keine Schranke. Ist jetzt neu. Normalerweise ist ja so, du machst Fenster auf und dann drückst du da nur so eine Scheiße und dann sagt ihr dir, welche Haltestelle und so weiter. Ist jetzt hier nicht so, aber es ist doch schon Fortschritt als gegenüber dem, was wir vorher hatten, nämlich gar keine Schranke. So. Naja, ich bin gespannt. Also, es gibt so gut wie gar keine Patchnotes seit den, ich glaube, bei den letzten beiden Patches gab es keine Patchnotes. Davor hatten wir jetzt auch nicht wirklich... Was sind teilweise auch Beta-Updates, die sie hier rausbringen. Teilweise auch nur auf Englisch. Beim Steam Workshop, im TML Studios Forum ist es gar nicht mehr zu finden. Oh, hier. Könnten Sie Haltestelle. Vielleicht etwas langsamer fahren? Nö. Also die größte Änderung, wir haben neue Fahrgastcharaktere, wo ich sagen muss, sie sehen zwar ziemlich hässlich aus, ja, nach wie vor, aber sie sind deutlich schöner, also deutlich qualitativ besser sind sie. Schöner nicht, aber hässlich, ne? Also, man kann sagen, sie sind doch schöner, aber sie sind trotzdem noch hässlich, also. Aber besser als die davor. Und das sind jetzt auch die Charaktere, die im Citybus Simulator Berlin mit dabei sein werden. Also, es ist eine Qualitätssteigerung. So, was ist hier auf der Autobahn neu? Neue Geräusche. Das hört ihr auch. Also hier, die LKWs haben schönen Sound, wenn sie da vorbeifahren. Die Autos haben guten Sound. Nicht so wie dieser monotone Ton, den wir da vorher hatten. Finde ich gut, dass wir das jetzt so haben. Das ist, macht es natürlich um einiges realistischer. Und da ist dann auch ein bisschen mehr Spielspaß, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Der Kollege wieder. Finde ich sehr nice. Echt. Wenn jetzt noch richtige KI-Busse halt rumfahren würden, wo sie auch an der Zielanzeige eine Linie stehen haben und so weiter, also nach den Original-Flexbus-Routen zum Beispiel, und die dann auch die Busbahnhöfe ansteuern würden und dort auch noch Fahrgäste einsteigen würden, das wäre noch ein bisschen cooler. Dann warte ich ja nach wie vor noch auf den Editor, der ja auch kommen sollte. Mal sehen. Boah, ja. Und das ist halt wieder das typische Problem. Ich habe das Lenkrad nochmal neu eingestellt, neu konfiguriert mit dem... Ja, was ist das, so ein Profiler ist das? Oder Profiler oder wie auch immer man das scheiß Englisch ausspricht. Auf jeden Fall ist es dazu da, dass der dort automatisch dein Lenkrad einstellt. Du musst halt nur nach links lenken und so weiter, kennt ihr ja aus anderen Spielen. Und es funktioniert trotzdem extrem scheiße. Ich habe neulich wieder Feedback bekommen. Es würde im Spiel, also im Let's Play so aussehen, als würde das hier sich ganz normal einfach lenken wie in ETS oder wie in OMSI. Nein, es ist nicht so. Es lenkt sich total bescheuert. Das würdet ihr bei einer Lenkradcam sehen. Also bei OMSI und ETS verhält sich das ganz normal. Aber hier, wenn ich hier das Lenkrad bewege, dann bewegt sich das im Spiel nur so ein bisschen. Das sieht im Let's Play anders aus, das ist aber für mich sehr unangenehm, so zu fahren. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das Problem beschreiben soll. Also wie gesagt, wenn ich ein bisschen lenke, dann lenkt das nicht richtig hier im Spiel. So, dass ich immer fast eine ganze Umdrehung machen muss, wenn ich um eine Kurve fahren will, muss ich komplett die 900 Grad da eben. Das ist nicht gut. Aber auch hier, wir haben hier Geräusche von den Autos, das ist sehr schön, das ist sehr realistisch und erhöht den Spielspaß deutlich. Also lobende Worte dafür. Ja, dann ist ja das Add-on Neoplan Skyliner rausgekommen, ne? Habe ich ja euch nicht gezeigt, weil ich
sie nicht einer für einen zweistelligen Preis für auszugeben. Er hat natürlich sehr viel Lob abbekommen, weil er auch ganz gut gemacht ist. Nur eben die Preisfrage. Ist halt auch immer sehr entscheidend. Vielleicht hole ich es mir irgendwann auch noch, weil ich habe echt extrem Bock, mal wieder ins Skyliner zu fahren. Mal sehen. Qualitativ echt schön. Freue mich auf weitere Busse, freue mich auf Maps vor allem. Ich hoffe wirklich, dass der Editor bald rauskommt und dann werde ich hier an dem Spiel mal richtig schön basteln. Dann könnt ihr wissen. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass es nicht allzu kompliziert ist. Dass uns vielleicht auch eine deutsche Übersetzung mitgeliefert wird, weil Englisch ist halt nicht so. Mal sehen. So, wie gesagt, diese Abstürze von dem Spiel, die regen mich sehr doll auf. Also, kann ich um sie 8 Stunden spielen, da stürzt halt nicht ab. Bei Fernmuster stürzt halt schon nach der ersten Tour ab. Was aber auch, ich hatte eine Diskussion mit einem Zuschauer. Und da habe ich ihm natürlich auch ein bisschen was erklärt und so weiter. Und es ist allgemein ganz gut zu sehen. Es gab jetzt wieder YouTuber, die haben ihm das Add-on Leopard Skyliner, das haben die zugesteckt bekommen. Oh, jetzt ist der Ton gerade weg. Das ist nicht sehr professionell. Habe ich so eigentlich noch nicht erlebt, obwohl ich das Spiel jetzt doch gelegentlich mal gespielt habe. Bis es dann abgestürzt ist. Aber, und diejenigen, die das zugesteckt bekommen haben, die haben da jetzt 2-3 Videos nochmal drüber gemacht und dann haben sie das Spiel auch wieder sein lassen. Und wenn du dann guckst, wo die in der Rangliste sind, dann sind die deutlich unter mir und ich spiele das Spiel höchstens in der Aufnahme. Da sieht man einfach, dass die das Spiel nicht spielen. So, ne? Da spielt halt kaum noch einer das Spiel. Aber ich finde, jetzt ist es durchaus wieder ein bisschen besser geworden, auch wenn es noch lange nicht perfekt ist. Aber ich denke, das Spiel bietet eine gute Vorlage, um aus Fehlern zu lernen für den Citybus Simulator Berlin, denn eine Menge ist schon ganz gut hier in dem Spiel, eine Menge aber noch nicht, und das kann man im Citybus Simulator Berlin umsetzen, wobei ich sicher bin, auch dort werden wieder neue Fehler reinkommen, da es einfach ein Stadtbus-Simulator ist und kein Fernbus-Simulator. Somit natürlich auch nochmal was ganz anderes ist, ne? Ich hoffe, dass da keine alten Fehler bei sind, wie beim Citybus Simulator München oder Citybus Simulator New York war das, ne? Oder Bus Simulator 12. Dass man einfach die ganzen alten Fehler mal abstellt, die wir teilweise ja leider auch in dem Spiel gehabt haben hier. Dass wir eine schöne Grafik haben, ungefähr so wie hier, das reicht vollkommen. Also den, weiß ich nicht, Gronkh oder so, oder ich glaube, der hat das auch mal kritisiert, die Grafik oder so. Ich finde die Grafik okay für einen Simulator. Ne? Gut, ich bin jetzt auch hauptsächlich OMSI und ETS gewohnt, da ist die Grafik jetzt nicht so dolle. Aber ich finde diese Grafik, die reicht vollkommen. Ich finde zum Beispiel die Grafik von dem Bus hier zum Beispiel, wenn ihr euch hier mal das Cockpit, das Dashboard oder sowas hier anguckt, das finde ich zum Beispiel alles relativ unscharf, das könnte alles schöner sein. Ich glaube, das wird beim Scania City White, den sie danach wohl nicht anders, leider. Wie ich es auf den ersten Screenshots gesehen habe. Und es ist nicht verboten, sich ein paar Inspirationen von OMSI zu holen. Für den Citybus Simulator Berlin. Wo kann keiner ankommen, ja, das ist davon geklaut, aber wenn man gute Sachen davon sich inspirieren lässt und mit einbaut, ist das okay. Finde ich zumindest. Ich habe jetzt auch eigentlich relativ wenig Probleme mit der KI gehabt. Die ist mir sonst immer reingefahren und hat sich total behindert benommen. Es geht mittlerweile. Ist eigentlich besser als in OMSI. So, ich wechsle, dann wechsle ich die Spur. Ist halt ein bisschen behindert, dass wir gerade nur Landstraße fahren.
Aber es ist mir auch egal. Ich hoffe wirklich, dass wir einfach ohne Absturz hier durchkommen. Ich warte mal bis zum nächsten Patch ab. Es steht leider nirgendwo, was mit dem Patch jetzt sich verändert immer. Aber vielleicht behebt man das ja auch nochmal eines Tages. Ja, danke. Ja, fahr noch rüber bei Rot. Jo. Hauptsache, ich darf schön stehen, ne? So, das ist, glaube ich, auch relativ neu hier. Das sieht komisch aus, ne? Als wenn die Sonne da total reinscheint, was sie ja nicht tut. Naja. War das schon immer so? Hier mit Holz? Relativ schick, ne? Es müsste irgendwie auch die Möglichkeit geben, dass die Spieler, die Kunden, dass sie selber auch einen Bus bauen könnten. Ich glaube, das ging ja beim Bus-Simulator 2016 auch. Da kam ja auch relativ schnell irgendein MAN raus. MAN, ich glaube, den aus der Stadtbusfamilie, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Irgendein alter MAN kam mal gerade raus. Das wäre schön, wenn es hier auch möglich wäre. Oh! Ach, ich soll ja auch gar nicht abfahren. Oh. Ja, da habe ich gerade mal wieder einen Aussetzer gehabt. Busfahrer weiß Bescheid auf jeden Fall, wo es lang geht. Nach Riesa. Oh, nach Riesa. Oh ja, da können wir uns ein paar Nudeln holen. So, das Rollo benutze ich nicht. Weil ihr wisst ja, was dann passiert. Dann verdeckt mir nämlich den Spiegel. Also manchmal bleibt der Bus stehen, wenn ich, also ist ja Automatik hier, wenn ich hier stehen bleibe, manchmal bleibt er auch, wenn ich jetzt hier von der Bremse gehe, bleibt er stehen, so wie jetzt. Manchmal rollt er auch einfach weiter. So, na, du stehst auch sehr komfortabel hier. Und das sind noch 100 Kilometer. Also gemeckert haben die ganzen Hurensöhne da hinten noch nicht eigentlich. Also ich gehe jetzt auch nicht in die Außenperspektive, das traue ich mich einfach nicht, weil das beim letzten Mal, als das Spiel abgestürzt ist, da bin ich gerade in die Außenperspektive, Butzabsturz. So, das mache ich jetzt nämlich nicht. Hier, habt ihr gesehen, wie das einfach aufgeploppt ist hier, das scheiß Auto, der LKW? Auch das finde ich nicht so schön, dass wir, die Verkehrsdichte ist auf das Höchste eingestellt, das müsste eigentlich heißen, überall Stau, finde ich. Also in Omsi habe ich schon viel und bei Omsi ist das eine der niedrigsten fast. Also da könnte ich noch einiges mehr einstellen. Dann habe ich nämlich wirklich Stau, ne? Das geht hier leider nicht. Oder bei den Fahrgästen. Der Bus ist höchstens halb voll, auch wenn ich hier mit dem Lions Coach C fahre. Wenn ich jetzt hier mit dem Lions Coach gerade normal gefahren wäre, wäre der auch nur zur Hälfte voll. Obwohl ich, das kann ich glaube ich nirgendwo einstellen, wie viele Passagiere mit können. Wäre auch schön, wenn man einstellen könnte, ja, will man jetzt viele haben. Oder nicht, gerade wenn man jetzt eben so längere Touren fährt, mit mehreren Stationen, und steigen dann manchmal drei Leute aus und zwei Leute ein. Und dafür lohnt es sich nicht von der Autobahn abzufahren, finde ich. Ne? Ist auch nicht der Sinn und Zweck von langen Linien mit Zwischenstopps. 60, oder? Boah. Man könnte zum Beispiel. Was gibt's denn da? Klemmt das Gaspedal oder warum rast der so? Halt dein Maul. Es gibt von Neoplan ja noch so ein. Wie heißt der? Heißt der Cityliner oder Dreamliner oder sowas? Halt einer, der so ähnlich aussieht wie ein Neoplan Skyliner, aber halt kein Doppeldecker, sondern nur ein Eindecker. Und genau den, denke ich mal, den wird man noch nachbauen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aufgrund dessen, weil man ja Lizenz von MAN und Neoplan hat. Und bei MAN, na gut, was willst du da noch großartig nachbauen, ne? Also, ich wüsste jetzt nicht, dass MAN noch irgendwie einen anderen Bus hat, den man verkaufen könnte. Einen anderen Reisebus. Bei Neoplan
Na gut, können wir nochmal einen alten Neo planen, aber das würde sich auch nicht so gut vermarkten, ne? Der Skyliner wurde ja auch sehr gut vermarktet, weil der extrem schick aussieht mit dem Glasdach und so weiter. Das hat schon was. Und gerade weil man sagt, Mensch, dieser Bus, der hat was, haben sich auch viele Leute dann wahrscheinlich gekauft und haben dann sehr viel Geld natürlich in die Kassen eingespült. Das muss man mal ganz klar sagen, weil überteuert ist das Add-on nun mal. Und viele 12-, 13-Jährige, die wissen halt nicht so wirklich mit umzugehen, ne? Wenn die dann, weiß ich nicht, 50 Euro Taschengeld haben, ja gut, dann geben sie halt auch mal die 15 Euro aus. Das ist ja dann für die erstmal gar nichts. Ja. Naja. Nein. Oh Gott. Das hat das Spiel geleckt, ne? So fängt das immer an. Das leckt und dann Absturz. Alter, ihr habt da wirklich fast schon so ein Trauma. Also was ich euch auch nochmal zeigen wollte, ja hier. Achtung. Jetzt habe ich, seht ihr unten, neben 98 km/h, habe ich Tempomat jetzt drin. Das wäre einmal Tempomat. Wenn ich jetzt aufs Gas gehe, dann bleibt der auch noch drin. Okay, das ist beim ETS anders. Dann mache ich den jetzt wieder raus. Jetzt mache ich mal Retarder rein. Genau. Und jetzt auch, habt ihr auch den Sound, genauso wie bei der Ansage. Wenn wir einfach diesen Knopf drücken. Ich mache oft Tempomat rein, weil ich kann mich einmal nicht zusammenreißen, langsam zu fahren. Und dann gehe ich einmal mal komplett von beiden Pedalen runter und habe einfach nur ein Tempomat drin. Dann. Ich finde zum Beispiel im ETS auch extrem nervig, dass der Truck halt 90 fährt und ich hämmer da wirklich auch mit 90 über die Autobahn. Was eigentlich nicht viel ist, aber das ist immer 80 nur erlaubt. Warum auch immer. War früher eigentlich nicht so. Hier die Sichtweite, ne? Weiß ich gar nicht. Die müsste ich auch mal wieder anders einstellen. Also meine Einstellungen waren auch irgendwie weg, als ich das Spiel neu gestartet habe, sozusagen. Der hat eigentlich nicht neu runtergeladen. Der hat einfach nur, der greift ja im Prinzip eigentlich noch auf das zu, was er vorher hat. Das ist ganz komisch. Eigentlich greift er doch noch auf die alte Festplatte zu, aber ich habe halt nur eine neue drin jetzt. Naja, ich kenne mich mit solchen Sachen nicht aus. Finde es ein bisschen schade, dass meine Städte halt jetzt wieder deaktiviert sind und ich alles wieder neu freischalten muss. Würde ich ja gerne machen, aber es ist halt extrem schwer, wenn ich andauernd einen Absturz habe, ne? Ansonsten kann man sich das Game auch mal geben, wenn man mal Langeweile hat. Wenn man nicht mal eben mit Fahrgästen unterwegs sein will, auch mal anhalten will, aussteigen will. Das ist natürlich cool. Das hat man im ETS halt nicht. Der fährt halt langweilig durch. Und ein Multiplayer. Aber der wird nie kommen für diesen Simulator. Der CD Bus Simulator Berlin wird ein Multiplayer-Spiel. Ich bin sehr gespannt. Das nächste Death Diary soll im Mai kommen. Also da ist noch ein bisschen Zeit. Auf dem Kanal von TML Studios. TML TV heißt er. Habe ich bei mir auf dem Kanal auch verlinkt. Na, toll. Warum denn 60? Das Navi hat sich auch nochmal deutlich verbessert, also jetzt zoomt er da automatisch ein bisschen rein. Zum Anfang hat es ja, als ich das ja noch in der Beta hatte, hat das überhaupt nicht funktioniert und in den ersten Versionen auch überhaupt nicht. Und jetzt ist das fantastisch. Wahrscheinlich wird das auch so ähnlich dann im City Bus Simulator Berlin sein. TML setzt ja da ja immer auf so eine kleine Minimap, wo dann der Weg eingezeichnet ist. Das ist ja bei Omni anders. Da habe ich das jetzt auch durch Omni Navigation, aber auf Hilfspfeile wird TML mit Sicherheit nicht setzen. Also das meine ich, ne? Wenn man sich von Omni ein bisschen was abgucken will, dann sollte man vielleicht nicht die gelben hässlichen Hilfspfeile sich abgucken. Aber ich glaube, die sind auch einfach Kult für Omni. Also ich benutze ja auf alten Maps auch noch oder mit welchen auf Maps, die halt nicht kompatibel sind mit Omni Navigation. Ja, also ich habe Sommer ausgewählt, das sieht alles aus hier wie Spätherbst, ey. Ein bisschen grün sieht der Donner aus, aber so ein hässliches Grün, ne? Wirkt überhaupt nicht wie Sommer, Sonne und jetzt noch Strand und Meer. Nee. Das wirkt wie tristloser Spätherbst in Dresden.
Im Vorland von Dresden. Ja. Also, war ja schon mal in Dresden-Neustadt. Wir sind ja alle Städte schon mal abgefahren. Also, hier im Spiel könnt ihr einfach auf dem Kanal suchen. Ihr gebt da Fernbus-Simulator eure Stadt ein und dann wird er euch das Video wahrscheinlich anzeigen. Ich war hier schon mal im Fernbus-Simulator und dort wurde mir halt schon von Dresdnern geschrieben, dass das überhaupt nicht realistisch ist, Dresden-Neustadt. Oh Junge, aber wenigstens hat dieser scheiß LKW oder dieser Transporter auch noch einen Zaun. Finde ich gut. Also das soll offensichtlich nicht realistisch sein hier. Na gut, ne? Dann ist es so. Ich war noch nicht selber Dresden-Neustadt. Ich war mal Dresden-Hauptbahnhof, aber Dresden-Neustadt kenne ich persönlich nicht. So, jetzt. Na, jetzt bleibt er wieder stehen. Okay. Notan. Nee, nicht Notan. Wie heißen die Dinger? Notan ist das hier und das ist... Also ein Ding, wo du die Scheiben einschlagen kannst. So. Aber mal während wir an der Ampel stehen, mal aufstehen. Na, wir sind gleich da, ne? Leute. Dann sind wir 16:31, ja, na klar. Also alle Anschlusszüge werden erreicht. Wir müssen eine Runde noch fahren. Genau, dann gucken wir mal, wann ein neues Video kommt. Höchstwahrscheinlich, wenn dann irgendwie ein super brandneues Update draußen ist, was auch wirklich sehenswert ist. Also, wenn da irgendwelche Grafik-Updates drin ist, wie gesagt, ich habe außer den Sounds und den Fahrgästen, habe ich nichts erkannt von den ganzen Updates, die ich hier runtergeladen habe. Ich erkenne das nun mal nicht, wenn ich irgendwie ein Grafik, irgendwie einen Scheinwerfer oder so doller leuchten soll. Das erkenne ich nun mal nicht. Bin ich zu wenig Experte für. Tut mir leid. Deswegen kann man sich das eigentlich sparen, muss ich sagen. So, ja, das lädt alles relativ spät nach, da hier rechts die Texturen immer, wenn man da vorbeifährt. Also die werden relativ spät scharf. Mal gucken, ob ich das nochmal verändern kann. Ich habe eigentlich alles soweit auf episch wieder eingestellt. Also diese Würfel sind auch weg hier, ne? Hier hängen mal so eine coolen Würfel dran, ne? So eine gezinkten Würfel. Die sind jetzt wieder weg. Also ihr hört das ja, ne? Wenn ich hier einmal um eine Kurve fahre, und um sie ist das jetzt nicht so, dass ich da das komplette Lenkrad da mal rumreißen muss. Dann muss ich hier bei so einer leichten Kurve schon in dem Spiel. Das ist... komisch. Das ist äußerst komisch. Ich habe mit dem Profiler ganz normal eingestellt, aber nein, es geht einfach nicht. So, das habe ich auch erlebt. Es gibt, die meisten Haltestellen sind auf der linken Seite eine Haltebucht, auf der rechten Seite. Also auf jeder Fahrspur ist eine, oder in jeder Fahrtrichtung ist eine Haltebucht. Und immer, wenn man irgendwo ankommen soll, steht auf der anderen Seite immer schon ein grüner Flixbus. Das ist immer so. Und immer sind dort... Wir sind zu früh? Ja, wir können auch noch gerne woanders hinfahren, wenn du. Kann ich auch noch zum Hauptbahnhof fahren, wenn du möchtest. So. Aber ne, da sitzt auch nie einer drin oder so. Die stehen ja einfach verlassen. So, oh, oh, ach du. Das ist ja nicht mehr jugendfrei, was wir jetzt hier zeigen, ey. Mann. So. Bitteschön, eure Koffer. Und dann wünsche ich euch noch was, ne? Oh. Was mit dir passiert hier? Na, ich helfe dir da nicht raus, ne? So, wir gehen auf jeden Fall wieder raus. Wenn jetzt die Mucke losgeht, dann muss ich da drüber labern, weil das ja keine GEMA-freie Musik ist, ja ungültige Tickets im Maul. Oh, Verkehrsregeln, alles grün. Sicherheitsabstand dreimal nicht. Ja, okay. Gar nicht so übel diesmal. Wir verbessern uns, meine Damen und Herren. So, das ist die Musik, weiß ich nicht, ob das die Musik ist, die nicht GEMA-frei ist.
Auf jeden Fall werde ich darüber jetzt labern und dann erkennt er das nämlich nicht, dass die Trailer-Mucke, die ist, weiß ich nicht, wie die ist. So 1300 bin ich nur noch mittlerweile. Ist ein bisschen schade. Jo. Wer hier dabei ist, Glückwunsch. Top 100. Cheater hier auf jeden Fall am Start. Die heißen auch immer anders, die Cheater, ne? Bastard, Alter. So. Und hier, ja gut. Muss man ein bisschen aufholen, aber dich kriege ich auch noch, Paul. Kannst du wissen. Genau. Bauerwagen, jo, alles klar. Gut, ich sag ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns dann vielleicht irgendwann nochmal wieder beim Thermosimulator. Und ja, bis dahin, euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.